So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe einen Daumen dabei. Guten Tag! Und wir gucken uns heute an Mono Black Agro gegen Junt. Zum dritten Mal, muss man ehrlich mal zugeben. Aller guten Dinge sind drei, ne? Richtig. Wir haben hier Mono Black Agro einen, Chromox, Darkrit, fette Kreaturen, Removal Deck. Ja, mit ein bisschen Trick, mit, wie heißt er? Opposition Agent und so was. Yes, stimmt. Und auf der anderen Seite haben wir relativ basic Junt, also kleine Mana Dogs, Removal und dann Big Midrange Kreaturen. Jo. Oder halt in diesem Fall Minsk und Bu, den wir auf der Hand schon mal sehen. Ja, also ist ein nettes Deck. Jo, beide Decks sind ganz, ganz cool. Haben aber auch eine ähnliche Strategie, oder? Also ja, irgendwie schon. Nur dass Junt halt dadurch, dass. Also Junt ist auf der einen Seite ein bisschen inkonstanter, weil es drei Farben hat. Mhm. Aber halt, glaube ich, halt den besseren Midrange-Plan dadurch fährt oder die besseren Möglichkeiten hat. Mhm. So, jetzt sehen wir hier einen fetten Start mit Chromox, Darkrit und Sheoldred. Starke Karte. Ui. Also die Turn 2 ist halt. Ne, Turn 1. Turn 1 ist halt auch noch. Turn 1, Sheoldred schon gut. Aber auf der anderen Seite spielt Junt wirklich eine Menge Sacrifice-Effekte. Auf der Hand, ich sehe den Sun Edict, ich sehe den. Ich habe den Namen schon vergessen. Nicht Broker's Charm, sondern. Umnieter heißen sie in Deutsch. Den Umnieter Charm. Sondern die Riveteers? Stimmt, die Riveteer Charm. Ja. Der auch eine Kreatur opfern lässt. Ich sehe eine Hymn, ich sehe zwei. Zwei Dinge schon gut. Zwei Minsk und Bu. Pick für einen. Punk, ping. Ja, die Hymn ist halt auch so dumm, weil das wissen die wenigsten, aber gerade so Mono-Black-Aggro-Decks, die so Richtung Pock-Style gehen, spielen gerne Hymn, bekommen sie aber ungern in die Rippen geschmissen. Genau, du nimmst ja, man hat ja gesehen, man hat in der ersten Runde 2, 4, 5 seine Handkarten benutzt. Jo. Kriegt meine Hymn zurück, hat man keine Handkarten mehr. Genau, und das kann halt bei Junt, gerade dadurch, dass die auch Mana-Ramp spielen, auch schnell passieren. Bob ist natürlich nicht schwer. Oh, das ist ein Bolt. Man könnte jetzt natürlich Bolten und Hymnen, ne? Das klingt doch schon nach einer soliden Taktik. Ist die Frage, ich glaube, da ist nur eine Handkarte, ne? Bei Akro. 2, 4, 6. Müssten zwei sein. Müssten zwei sein, ja. Stimmt. Noch zwei. Darkrit. Nein, Hymn und. Ich glaube, das ist auch ein Sun Edict. Das ist, glaube ich, auch ein Sun Edict. Boah, da hätte ich, glaube ich, eher die Hymn gespielt als den Bob. Oh ja. Erst den Removal strippen, dann Bob legen und Karten nachziehen. Nicht einfach Kreaturen reinwerfen und hoffen, dass Junt kein Removal mehr hat. Könnte schwierig werden. Klingt sehr, sehr, sehr seltsam. Hier können wir jetzt fetchen, das heißt, wir können jetzt den Hamster sehen. Kriegt Mono Black den Hamster weg? Big fucking Hamster. Also den Hamster multiple Male, ja, den Planeswalker nicht. Sheoldred's Edict? Sideboard. 100 pro Sideboard. Haben Ben und ich nämlich noch drüber geredet. Das ist bitter. Ja, du musst halt überlegen, du brauchst in so Decks halt, muss jeder Spell hitten. Und gerade die Removal ist halt wichtig, dass die keinen Force fressen. Ja, das stimmt. So, dann bist du lieber auf Split Second und kriegst Kreaturen safe weg, als dass du 2, 3 Removal rausknallen musst, um eine Kreatur wegzukriegen. Ja, das stimmt schon. Aber Minsk und Bu hier natürlich mega strong. Ja, ist halt der Midrange-Beater in dem Deck. Ja, ein guter Planeswalker. Hat jetzt auch 4 Stück von gespielt. Ja, wird mittlerweile auch in Initiative gespielt, habe ich gesehen. Ja, ja. Das ist halt doof. Oh, und sogar Edelmut. Stimmt. Der Hamster greift für 5 an. 5-5 Hamster auch sehr, sehr strong. Boah, Alter, das ist so dumm. Da ist ein Edikt auf der Hand. Uff. Und ich habe es alle nicht gesehen. Ach, das ist jetzt halt so bitter. Du kannst einfach Reiter reinhalten, ne? Ja, für 5. Erstmal plussen. Safe. Ja. Ja, es ist halt das Blöde mit dem Edikt-Effekt. Du hast die ganze Zeit den Hierarch nicht beantwortet. Das heißt, du kriegst. Die Frage ist, da jetzt Push oder nimmt man jetzt halt wie 8? Man gibt 8 Damage. Klatsch. Hier wäre ich fast schon überlegen gewesen, den zweiten Winston Bruder zu droppen und den zu opfern. Um zu flingen. Ja. Ja, da wäre der nämlich tot gewesen. Das ist ein Push. Ein Push und ein Edikt. Ein Push und ein Edikt, ja. Das heißt, man kriegt zumindest beide Kreaturen weg. Ja, das stimmt. Das ist mal noch der, eben habe ich noch den Namen gesagt. Riveteer Charm. Riveteer Charm. Und Endurance. Winston Bruder.
Ja gut, hier jetzt einfach zuhitten. Endurance ist halt auch so eklig. Ich würde hier einfach hitten. Oder versucht man jetzt mit dem Flingen? Flingen einfach. Theoretisch bist du relativ safe. Du hast ja zwei Kreaturen. Naja, der Trampel. Also ich würde hier einfach angreifen mit dem 7-8-8er. Stimmt, du plus den nicht und minus den nicht und machst das in der Combat. Was der Gegner macht. Stimmt. Selbst wenn er ein Dings reinflasht, hat der nur zwei hinten. Genau. Also oder so. In Opposition Agent. Ja, klar. Der Nachteil ist halt, für die Leute, die es nicht wissen, Minskin Buu kann jetzt zum Beispiel mit minus zwei den Buu flingen, beziehungsweise er setzt den Effekt auf den Stack, dass er eine Kreatur opfert. Ja. Darauf kann der Gegner reagieren, wie zum Beispiel mit dem Fatal Push, den wir ja bei Mono Black Aggro in der Hand gesehen haben. Das heißt, Mono Black Aggro geht jetzt hin, pusht den Buu. Jupp. Und dann muss der Junt-Spieler seinen. Gott, wie heißt denn der? Ignoble Hierarch. Ignoble Hierarch, richtig, opfern und null Damage am Gegner schießen. Ja. Das heißt, hier relativ klarer Pfad, oder? Ja, das ist eigentlich relativ safe. Dann hast du zwei Kreaturen weg und hast für nächste Runde für den Minsk auch noch einen Opfereffekt auf der Hand. Ja. Ja, da kommt auch der Push. Push. Die wurde aber noch nicht mal angegriffen. Das heißt, man hat gehofft, einfach safe, dass man damit durchkommt. Ja, okay, jetzt kann man halt sagen, okay, pff, was da halt den weg. Hä? Da wird gesagt, halt mal, hold my beer. What? Hä? Hat man Angst, dass der trotzdem eine Karte zieht? Boah, ich glaube, man hat den nicht richtig gelesen und will jetzt einfach nur alles removen, damit der Effekt ins Nichts geht. Aber warum? Uff, ich weiß es nicht. Uff, das ist ein harter Misplay. Das ist nicht schön. Dass du wie haben wir eine Handkarte discardet. Für nichts. Ja. Für null Schaden. Ja. Das ist ja eine totale Kotze. Ja, passiert. Ja, passiert, aber sollte. Minskin Buu sollte man kennen mittlerweile. Ja, so oft wie der auch bei uns jetzt mittlerweile rumläuft, öfter yes. Mal. Neuer gespielt? Neuer? Man hat noch nicht angegriffen, wa? Wollte man. Nee, man wollte nicht in Combat gehen, man wollte ihn direkt flingen. So, dann kann man nämlich jetzt plussen und dann. Dann für 4 hauen gehen. Dann ist man hier auf 6 oder auf 5? Ich glaube, hier wurde kein Leben abgezogen für das Fetch, ne? Da wurde kein Leben abgezogen, aber macht es einen Unterschied? Die andere Frage, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil, halt, weil man hätte jetzt den Hamster sogar nochmal beantwortet bekommen. So, und jetzt sitzt man einfach da und freut sich seines Lebens. Jetzt hat man She-Aldred und. Ja, cool. Ja. Mismatch She-Aldred vor allem. Boah, das Artwork ist so komisch. Das ist das Thankless, yes. Ja, jetzt wird er ins Gesicht. Flingen die einen Hamster? Jetzt hat er keine Handkarte mehr, jetzt kann man auch flingen. Und Bolt! Der Disrespect! Er hat noch einen Bolt gezogen. Ja, dann schmeiß ich dir mal einen Hamster ins Gesicht, ne? Ja. Jo. Man zeigt sogar noch den Bolt für den Disrespect. Wow. Ja. Wow. Doppeltot. Boah. Ja. Ja, das war ziemlich gut. Sideboarding. Boah. Bei Junt weiß ich gar nicht. Da waren gerade hier zugekommen, Seems All. Kein Fan. Und Mono Black Aggro. Ich weiß auch nicht wofür. Der hat nichts mit Delph drin. Vielleicht weiß man es nicht. Oder man hat halt Angst vor Chalice. Oder. Boah. Man hat sonst nur die Chromox gesehen. Ja. Weil Chalice. Ich auch nur die Chromox. Chalice wird Mono Black Aggro mit Fortsies, Push. Darkrit im Leben nicht spielen. Ja, das stimmt. Stimmt, das wäre ziemlich bad. Auch wenn die den Ramp haben, ja, aber das werden die nicht machen. Und ja, Mono Black Aggro wird wahrscheinlich die She-Holds Edict reinboarden. Das ist so tasty, den würde ich instant nehmen. Du, ja. Hier wird ein Bob gespielt, der direkt gemoved wird. What you doing? Sind da Tamogolfs auf der Hand? Ja. Ah, boah, das ist so richtig Boomer-Junt, ne? Ja, aber es ist halt auch nicht so gut mit dem Hated Suicide Chromosomes All. Nee. Das nimmt ja auch viel runter. Die zweite Kapitel davon, dann ist das wieder 0-1. Ja. Uiuiui. Spannend. Also ein bisschen Disjun Synergy. Okay, auf der anderen Seite das Hated Secret. Wow. Schon wieder den Start.
was eigentlich kein schlechter Start ist. Aber ich finde ihn halt gerade gegen Jund, finde ich ihn halt. Also gegen Deck mit so viel Removal. Oh, würde ich das nicht so machen. Rausknallen. Nee, ich auch nicht. Hast du gerade schon gesehen, wie schnell der Bob gestorben ist? Da hätte ich lieber. Das ist kein Land. Oh, stimmt, Mono Black Akku hatte auch keinen Land Drop. Okay, das erklärt, warum nicht Wastelanded hat, aber spätestens jetzt wirklich Wastelanded. Safe, die Schwarzquelle weg. She-Aldred kriegt er niemals weg und er stirbt einfach passiv an der She-Aldred. Ich sag ja, und du kannst noch reinhalten, weil der Golf. Der ist nicht groß genug aktuell. Ja, das ist ja ziemlich egal, genau. Einfach reinhalten, jetzt Wastelanden, dann Go sagen. Wie schlecht für 4? Ja, 4-5 ist die. Boah. 4 Mana 4-5. Das ist gute Karte. Ja. Wirklich gute Karte. Aber ja. Da ist dieser komische Morlock. Ach, die Dingskarte, die man jetzt überall sieht, die Warhammer-Karte, der grüne, grün-rote. Der grün-rote, der fightet, wenn er ins Spiel kommt. Mit grün-rot und X. Der ist so dumm, dass der schon 2 Stärke hat. Ja, ist halt ein 2-2, der fightet. Eigentlich nichts Besonderes. Aber dass man ihn halt. Green Sun Sinnoh Shock. Ja, Green Sun Sinnoh ist schon ziemlich gut. Und dass man ihn halt auch playen kann und was Größeres machen kann, ist schon. Das, toll. Ja, das strong. In ja, da Response, wird halt gesagt, Opfer mal eine Kreatur. Ja, in Response wahrscheinlich auf den Cast. Ja, aber hätte man die nicht einfach wastelanden können, das verhindern können, dass der überhaupt irgendwas macht? Hätte man die ganze Zeit schon, aber ich gehe mal davon aus, man hat mit den 2 Ländern gestartet und zieht jetzt nichts nach. Ja. Weil du musst überlegen, Mono Black Aggro, also generell die Mono-Schwarzen Decks, die agieren ja meistens 2 Mana plus. Ja, die 1 Mana Targets sind eigentlich nur so First Round Targets oder so Soft Removal. Ja. Oh, 8 Leben ist schon heftig. Das ist nicht mehr viel. Das ist eine Lily bei Jund. Ja, die ist halt wirklich gefährlich. Ja, wenn die connected ist, Feierabend. Da kommt ein, das ist der Turok? Stimmt, der ist auch noch in dem Deck. Oh. Ja, ich gebe mir jetzt runter auf 6 Leben. Hat 2 Schaden genommen durch den Draw. Wird auch gerade realisiert. Ja, da spielt man noch so einen Morlock. Fightet den Turok. Aber ich glaube, da habe ich einen Edikt auf der Hand gesehen. Ich glaube, das ist um. Das halt jetzt auch einfach nur. Der ist total flooded. Keiner hat Länder. Keiner hat Länder. Das wäre halt. Oh, ja, ich glaube, es wäre selber ausgegangen gewesen, wenn man Wasteland hätte. Sehr, sehr wahrscheinlich, ja. Der Jund-Spieler hätte nichts hin Bord bekommen. Beziehungsweise hätte den Tarnmogolf einfach irgendwann mal reinhalten müssen. Und man selber hätte halt. Oh, ich glaube, noch nicht mal einen Push gehabt. Na. Das war schon, also da hat der Jund-Spieler Pech gehabt und der Mono Black Akku-Spieler Luck. Ja. Auf der anderen Seite hat der Jund-Spieler auch Luck gehabt, ansonsten wäre es wahrscheinlich noch viel schneller rum gewesen. Ja, genau. Also der Jund-Spieler hätte ja im Endeffekt auch nur ein weiteres Land ziehen müssen, damit hätte er weiter nach vorne gehen können. Aber er hat auch noch genug Two-Drops gefunden. Mhm. In dem Deck, was mostly auf 3 agiert. Ja, ich glaube, da tun die Morlocks, also die komischen Xer-Viecher mit Fight richtig gut. Ja. Weil du kannst die halt spreaden. Wasteland bei Mono Black Aggro. Echt eine Menge. Ein Edikt-Effekt, also ein Edikt wahrscheinlich, die komische Weißkarte da. Ich habe nur eine Menge Länder gesehen bei Jund. Ui. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Ja. Wenn du den dicken Hamster hast. Edgeland Go. Schwierig. Das ist kein so schöner Start. Jund hat aber auch außer den Hierarchs. Ja, Thoughtseize. Wahrscheinlich. Ja, aber kein Ramp. Nee. Außer den Ignoble. Nur die Ignoble Hierarchs. Ich glaube, da hat er gerade auch einen gezogen. Ja. Der beste zweite Zug, den man haben kann. Ja, ne? Den hätte man gerne in der ersten Runde gedroppt. Turn 2, 3 Mana oder Turn 3, 4 Mana? Lieber Turn 2, 3 Mana. Ja, weil du dann Turn 4 auch 4 Mana hast. Yes! Dann kommt das ist so dumm. Wenn ich jetzt an Mono Black Akku, wenn ich jetzt einen Push hätte, ging der direkt da drauf. Ja. Weil hätte er einen Two-Drop gehabt, dann wäre der gekommen. Ich gehe auch davon aus, dass der jetzt kommt. Sonst würde man nicht End of Turn fetchen. Nee, macht wenig Sinn.
Ja, okay, wenn man noch, wenn man nichts macht die Runde. Ja, da hätte er. Okay, passiert gar nichts. Hä? Okay. Frage, hat man den Push? Weil das ist jetzt zum Beispiel, warum fetcht Mono Black Aggro, obwohl man weiß, man hat Fatal Push im Deck und braucht ab und zu das Revolt. Das halt, da ist noch ein Chromox, das heißt, man hätte den Push auf jeden Fall spielen können. Ja, ich finde es halt spannend, dass man hier eigentlich nicht genug Länder hat. Man hat nur noch das zweite Western auf der Hand. Jo. Man will es halt zum Fetchen jetzt für drei. Es kommt Black Engineer. Auf Goblin? Ja. Hat man noch ein Land, hat man ein Land gelegt? Ja. Können jetzt auch auf Jantar Schamane legen oder sowas. Gibt's noch einen Shaman? Ich weiß nicht, was der Morlock ist. Tyranny Shaman, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann wäre der nur 1-1, das wäre tasty. Da sind jetzt. Da müsste man den halt hochpushen, aber ich weiß nicht, ob der irgendwas mit dem Ignoble Hierarch gemeinsam hat. Das wird mir bestimmt jemand in den Kommentaren beantworten können. Vielleicht sind beide Goblins. Warte mal, Tyrannien sind keine Goblins. Tyrannien sind keine Goblins. Wenn die eigentlich noch erratert? Irgendwann vielleicht. Dass die einfach Tyrannid ist gleich bla bla bla. Irgendwann vielleicht. Oh. Also wird auf jeden Fall eine Marke drauf gemacht. Das heißt, es kann wirklich sein, dass die was gleich haben. Ansonsten hätte man ja das Mana obendrauf nicht bezahlt, oder? Müsste nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wieso. Außer man hat Death Touch vergessen. Das kann sein, aber dann dafür war die Reaction zu schnell. Ja. Double Wasteland, das heißt, hier kommt jetzt die Shield von der Hand, richtig? Wahrscheinlich irgendwie sowas. Man verlässt sich wirklich stark auf Shield. Ja. Jo, da ist sie. Die kleine Süße. Jo. Gutzi, 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 gutzi. Aber ich glaube, da ist schon wieder der River Tears auf der Hand. Ach, der Schar. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein One-Off-Ding, ne? Ja, ja. Library ist auch auf der Hand. Ja. Library willst du natürlich nicht haben mit Sheoldred. Glaube ich auch nicht. Wie gesagt, das tut viel zu weh. Ja, ja. Draw 3 Cards ist halt 6 Damage plus nochmal 8 Damage, also 14 Damage. Jo. Das machst du nicht. Das machst du. Das macht keinen Spaß. Das ist noch nicht Shadow auf der Hand. Aber hier würde ich einfach so knallhart Double Wasteland. Ja. Also sehr, sehr, so sehr. Double Wasteland. Sehr zurückhalten. Ja. Das ist halt noch nicht Shadow auf der Hand. Der Morlock ist tatsächlich nur Tyrannide. Okay, spannend. Da kommt der Charm. Damit muss man die Kreatur oder Planeswalker mit den höchsten Mana-Kosten wegfeisen, richtig? Ja, ich glaube, das war das Kreatur und Planes oder Planeswalker kam mit den höchsten Mana-Kosten von das den heißt in dem Moment, und der andere Kram, den der noch kann, keine Ahnung. Ja, ich glaube, looten. Ich glaube, looten. Ich bin mir gar nicht sicher. Loot? Ja. Jetzt sind wir natürlich die Westerns nicht knacken. Man hat ja noch die Shield auf der Hand, aber... Ja, ist die Frage, was du noch auf der Hand hast. Wenn du 2 Mana-Spells hast, dann scheiß auf die Shield und... Der hat eben schon nichts mit 2 Mana gemacht, da wird er das jetzt auch nicht machen. Ja, vor allem nicht mit Rot und Schwarz. Nee, da macht er gar nichts. Ein grünes. Das Grüne müsste halt einfach rausgewastelandet werden, meiner Meinung nach. Ja, safe, damit da mal Ruhe ist. Ja. Weil Grün enabled Minsk und Bu. Wenn der nochmal hat, so einen Charme. Ja. Okay, da wird grün gewesen. Jetzt, warum nehme ich nicht das Badlands auch noch mit? Wie gesagt, wahrscheinlich, wenn man die... Ja, und da... Uiuiuiui. Ja, wobei, im Augen von einem Boah, ja, stimmt, der kann ja nicht geblockt werden. Ja. Das schon fast gut. Ja, vor allem, wenn jetzt wirklich der Minskumbu gehen sollte, irgendwie, kann man den ja aus dem Exile casten, ne? Ja... Und zum Mono Black Aggro würde so ein Minskumbu aktuell auch ganz gut stehen. Also ich kann sagen, dazu Mono Black Control Sachen oder Aggro Sachen mit, die können auch ein Emrah cool vertragen. Ja, das habe ich gemerkt. Badlands auch spannend. Ach so, ja, das war, ist glaube ich Sideboard. Also Meltdown und Blasts.
Ja, klar, können wir machen. Mit der Mental Blast. Mir würde jetzt sonst auch nichts einfallen. Vielleicht ein Terminator oder so. Dass die. Dass ich hier all wird. Boah. Spannend. Das ist wirklich spannend. Hier dazu kommen sie ums All. Boah. Das hat jetzt einen kleinen Chromox und einen Minskumbu. Wir haben es damit. Aus. Und der Trigger vom Minskumbu ist schon durch. Also macht das eigentlich wenig Sinn. Ja. Ich würde das nach dem Angriff machen. Spannend. Aber ich finde auch, dass sich der Zugriff in diesem Fall nicht so gut in dem Deck. Ja, beißt sich ein bisschen mit dem ganzen Deck irgendwie gefühlt. Ja, das stimmt. Auch wenn es eine großartige Karte ist. Ja. Die war ja mal mega hyped, wird mittlerweile kaum noch gesehen. Aber ich finde die eigentlich sehr gut, vor allen Dingen, weil es halt auch eine sehr starke Threat ist. Ja gut, wahrscheinlich würde ich jetzt einfach den Minskumbu plussen, den Hamster für 7 oder 8 ins Gesicht, wahrscheinlich sogar. Boah, ihr wird so lange überlegen. Ja, man muss halt jetzt überlegen, wie man es macht. Also man könnte jetzt halt plussen, bieten für 7, könnte dann die Dings spielen, die Hitte Zuges spielen, den Chromox abräumen und den Ignoble Hierarch spielen. Ja. So. Das wäre eine Möglichkeit, aber ob das wirklich gut ist. Den Hamster gegen den Chromox zu tauschen, fühlt sich in diesem Status des Games einfach nicht mehr gut an. Nee, der Chromox ist fast schon irrelevant. Der ist irrelevant, weil die einzige Karte, die CMC4 haben wird, ist die Karte, die liegt und die ist Legendary. Ja. Boah, das ist spannende Situation. Boah. Der einzige Vorteil ist, aktuell liegt kein Tamogolf. Das heißt, du beißt dir dich damit nicht in den Arsch. Oh ja, stimmt. Der removed ja. der Zug removed ja die Friedhöfe. Heißt, wenn du jetzt einen Golf ziehen würdest, wäre das Ding halt. 1. Ja. Das wäre bad. Das wäre richtig scheiße. Der wird der Hierarch gespielt. Da wird lang überlegt. Da. Ja, nein, doch nicht. Ja, man gewinnt das Race halt auch einfach nicht. Ja, du musst jetzt erstmal. Ja, du haust jetzt rein und dann spielst du hier dazu. Das. Ja, okay, du musst halt damit. Ja, auf der anderen Seite, du musst halt damit rechnen, dass dein Boom jetzt stirbt. Ja, das ist ja okay. Du meinst den Minsk? Ja, den Minsk, ja. Also der Planeswalker. Okay. So, und wenn du das im Hintergrund hast, würde ich im Himmels Willen nicht Dings spielen. Da würde ich den Hierarch spielen. Oder da war ja, glaube ich, noch eine Sylvan Library auf der Hand. Ja, die ist aber ziemlich kacke. Ah, stimmt. Oh, die knallt dir so richtig liegen. Ich meine, man muss den Trigger nicht nehmen, aber der tut schon weh. Oh. Ich vermute mal, ich würde jetzt einfach das Hede zugeschoben, so ins All gezockt und danach der Ignoble Hierarch. Ja, aber wofür? Der Planeswalker ist gleich eh weg. Ja, ich finde den 7-7er auf dem Feld zu haben auch sehr viel spannender wie den Chromox vom Gegner, aber ja, da wird Dings gedroppt. Spannend. Ja. Und dann den dann noch nicht mal den Ignoble hinterher. Doch. Ja. Doch, da noch die Ignoble, da wurde nur gezeigt, so hey, dein Chromox geht übrigens auf. Das war ein Commitment. Ja, es hat wehgetan. Ein 7-7er Kreatur abzuräumen, beim Gegner geht nur ein Chromox. Boah. Ja, ist schon schwierig. Also vom Prinzip her ist es auf jeden Fall machbar. Ja klar, hat ja auch geklappt, aber ich finde das halt bei dem Board State echt grenzwertig. Weil der Minskumbu hätte locker die Sheoldo tot geblockt. Ich meine, den Shadow, den Dings mit Shadow kriegst du eh nicht. So, und der diese Zugu macht die jetzt auch Kohl nicht fett. Nee, vor allem nicht, weil halt die Sheoldo halt passiv auch noch immer den Damage ist. Also selbst wenn man jetzt in einen Steady Move kommt. Ja, jede Runde werden 2 Leben gedrained im Endeffekt. Das ist halt auch das Problem. Der Mono-Black-Akro-Spieler frisst sich jetzt richtig fett. Boah, ist das eklig. Hüm. Ja, geht die Library. Hatte man eh nicht vorzuspielen. Wasteland man jetzt hier? Ja. Ich würde auch sagen. Ich würde auch dort grün wasten. Ja.
Obwohl er in der Hierarch liegt, dann hat er eh grün. Ja, das stimmt. Ignoble Hierarch macht das schon viel. Da würde ich schon fast eher das Duel nehmen oder es lassen. Weil aktuell macht es eigentlich keinen Unterschied. Ja, dann wastelandest du nicht. Kannst, wenn, nee, mit dem Ignoble Hierarch würde ich hier nicht wastelanden. Nee. Den kriegst du nicht ab. Das kannst du lassen. Ne? Was? Okay. Aus. Au. Boah, sehr viele interessante Entscheidungen. Ja, andere Entscheidungen vor allem. Hier mit den zweiten Exile-Stapeln, die jetzt gebaut werden. Also ja, wegen Dings musst du ja... Oh Gott. Ja, der Doughty. Yes, der Draw sieht auch nicht so gut aus für Jund. Also sieht wirklich nicht gut aus für Jund. Ja, wenn du halt jetzt overgehen willst, knackst du deine Shadow-Kreatur und holst dir einen Minstum-Buh, ne? Der schlechte Herr dazu. Das wäre schon ziemlich gut. Der schlechte Herr dazu. Ist die Frage, ob das hier gerade gesehen wird. Ich weiß es nicht, aber das wäre auf jeden Fall gut. Auf der anderen Seite ist der Gegner halt erst bei 8 Leben. Das heißt, du greifst jetzt an. Noch besser. Der Gegner ist tot in der Upkeep. Oh ja, stimmt. Weil jetzt greifst du halt an und dann... Ne? Dann go, draw. Upkeep-Trigger. Du hast jetzt noch ein Leben und dann Upkeep-Trigger. Ja, alles klar. Wow. 2-1 für Mono-Black-Aggro gegen Jund. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ciao, ciao.